dieses Jahr ausgefallen. Also wir haben null Ertrag dieses Jahr. Wenn die Bienen nicht genügend fliegen, ein kaltes Jahr ist, die Blüte nass ist, dann kann die Ernte schlecht ausfallen. Und dann macht man sich schon Sorgen, ob es jetzt befruchtet wird oder nicht. Die Bienen als Bestäuber sind ausgeblieben. Warum? War es einfach zu kalt? Waren die Bienen krank, zu schwach? Biologinnen der Universität Göttingen untersuchen die Bestäubungsarbeit der Bienen im Erdbeerfeld. Viele makellose Früchte. Wahrscheinlich da, wo Bienen oder Hummeln die Blüten ungestört besuchen konnten. Aber manche Beeren sind verschrumpelt, deformiert. Was steckt dahinter? Die Biologinnen haben einen Verdacht. Es fehlen die Bienen. Sie starten ein Experiment. Verpacken Blüten in lichtdurchlässige Plastikfolie, um die Bienen bewusst fernzuhalten. Lediglich die Selbstbestäubung bei der Entfaltung der üppigen Blüten konnte so noch wirksam werden. Und tatsächlich, alle nicht richtig bestäubten Erdbeeren sind klein und verschrumpelt. Der Beweis: Ohne Bienen wird es knapp mit Obst und Früchten. Und wieso bleiben die Bienen immer häufiger aus? Ein rätselhaftes Bienensterben hat eingesetzt. Imker verzweifeln über ihre Verluste. Vor 2 Jahren war es besonders schlimm. Also wir haben in dem Jahr auch 50% Verluste gehabt. Und es gab viele Kollegen, die hatten kein einziges Volk mehr am Stand, was gelebt hat. Und wir haben fachlich alles gut gemacht. Das ist gar keine Frage. Und trotzdem sind die Verluste da. Keiner blieb verschont. Auch nicht besonders erfahrene Imker. Keiner konnte den Bienen das Leid ersparen. Im Herbst sieht man dann Bienen, die auf dem Boden krauchen. Wenn man genauer hinsieht, dann sieht man, es fehlt ihnen ein Bein, es fehlt ihnen ein Flügel oder ein halber Flügel. Und damit kann die Biene nicht mehr fliegen. Das Problem ist, dass wir in unberechenbarer Weise manchmal Völkerverluste haben. Und dann schicke ich die Bienen ein zur Probe, zu einem Institut auf die Untersuchung der Krankheiten, die eine Rolle gespielt haben. Und dann kriege ich als Antwort multifaktorielle Ursachen. Was ist nur los mit den Bienen? Woran leiden sie? Wer ist schuld an ihrer sinnlosen Qual? Was geschieht unter unser aller Augen, ohne dass wir es bemerken? Universität Halle. Hier erforscht Dr. Peter Neumann die Probleme der Insekten. Er weiß, ohne sie wäre ein Überleben auf der Erde unmöglich. Ohne Insekten, ohne Bienen, ohne Bestäuber stünde die Umwelt vor dem Zusammenbruch, gäbe es keine Natur mehr. Die Bienen sind nicht einfach nützliche Insekten. Sie sind ein zentrales Glied in der Kette, die unser Dasein zusammenhält. Ich finde Bienen ästhetisch. Für mich sind Bienen kleine Kunstwerke. Was auf den ersten Blick aussieht wie ein ungeordnetes Chaos, ist in Wirklichkeit ein Wunderwerk sozialer Ordnung. Also das, was mich wirklich an Bienen fasziniert, also ist, wie das soziale System funktioniert. Also wie die Bienen es schaffen, einen Sozialstaat zu organisieren, der sehr robust ist und unheimlich viele interessante biologische Facetten zeigt. Angefangen vom Verteidigungsverhalten oder wie Nahrung gesammelt wird oder wie die Bienen die Versorgung der Jungen im Bau realisieren. Also wie die Bienen es schaffen, diesen Sozialstaat zu organisieren. Es gibt eine Königin, zigtausende von Arbeiterinnen, Ammen, Baumeister, Wachsproduzenten, Wächter, Aufklärer, Transportflieger. Eine ausgeklügelte Arbeitsteilung. Erst der Bienenstock als Ganzes, der Bienen, hat eine Chance zu überleben. Aber was ist so grundlegend gestört, dass immer mehr Bienen massenhaft zugrunde gehen? Die Forschung muss das Rätsel lösen, und zwar so schnell wie möglich, bevor es zu spät ist. Vermutung Nummer 1. Die Veränderung der Landschaft setzt den Tieren zu. Es ist ein großer Unterschied, ob die Landschaft abwechslungsreich ist oder monoton.
Arno Kuhn von der Universität Göttingen hat an ganz unterschiedlichen Stellen jeweils eine Königin mit einem genau abgemessenen Volk ausgesetzt und will beobachten, wie unterschiedlich die Populationen sich entwickeln. Der Biologe nebelt die Bienen mit seiner Imkerpfeife ein, bevor er die Versuchsstöcke öffnet. Das rauchende Kraut löst bei den Bienen Feueralarm aus. Sie ziehen sich zu den Honigvorräten zurück und werden überraschenderweise ganz ruhig. In einer Umgebung mit Hecken, blühenden Wiesen und abwechslungsreicher Vegetation ist erwartungsgemäß dieses Volk erstaunlich gewachsen und hat sich prächtig entwickelt. Wenige Kilometer weiter, zwischen lauter gleichen Feldern, auf denen Blumen als störendes Unkraut beseitigt wurden, sieht die Sache schon ganz anders aus. Im Gegensatz zu dem, was wir vorher gesehen haben, was sehr strukturreich war, ist das hier deutlich strukturärmer. Man sieht ja hier die Felder, wenig Randstrukturen, wenig Hecken. Und die Völker hier sind, ob das damit zusammenhängt oder nicht, weiß ich halt noch nicht genau, aber die sind auf jeden Fall deutlich kleiner als die eben, die Völker. Und das, obwohl sie zu gleichen Bedingungen gestartet sind? Ja, absolut identisch gleiche Bedingungen, die gleiche Ursprungsgröße an Kästen, an Bienenmaterial, Individuenzahl, alles gleich. Die erste Vermutung war also nicht ganz falsch. Tatsächlich haben die Lebensbedingungen, die Nahrungsressourcen, die Monostrukturen in der Landwirtschaft entscheidenden Einfluss auf die Bienenvölker. Aber welche Auswirkungen das auf die Gesundheit der Bienen hat, muss Arno Kuhn erst noch herausfinden. Ob beispielsweise Schädlinge sich stärker vermehren, wenn die Völker schwach sind. Auch Dr. Peter Neumann weiß, dass die Verfassung der Bienen großen Einfluss darauf hat, wie sie mit Belastungen, mit Krankheiten fertig werden. Auch Bienen leiden unter Stress. Aber was strapaziert sie so? Was schwächt sie so, dass ganze Völker eingehen? Bienen reagieren besonders schnell auf Umwelteinflüsse. Das ist auch Dr. Neumann klar. Kann hier die Suche nach den Ursachen weitergehen? Flughafen Köln-Bonn. Immer wieder beschweren sich Anwohner über Fluglärm und Schadstoffbelastungen. Sie fürchten Schwermetalle und chlorierte Kohlenwasserstoffe. Trotzdem, es gibt zahlreiche Bienen hier in der Warner Heide und sogar einen eigenen Flughafenimker. Martin Partsch, Herr über 300.000 Bienen. Wir haben ja nun doch einiges an Verkehr hier und Sie sehen ja, wir sind in unmittelbarer Umgebung der Start- und Landebahnen. Die Bienen haben einen großen Radius, die können ohne weiteres 3, 4, 5 Kilometer fliegen, um was zu finden. Also das komplette Flughafenareal lässt sich im Prinzip von hier aus abdecken. Und wir haben jetzt 5 Bienenvölker im Einsatz und jetzt im Sommer kann so ein Bienenvolk ohne weiteres 50.000, 60.000 Bienen haben. Wenn man sich das mit einer hohen Anzahl von Flügen und das pro Tag multipliziert, ist der Probenumfang immens. Die gehen auf natürlich sehr viele Pflanzen, die gehen auch an Pfützen, nehmen Wasser auf. Die brauchen ja besonders, um ihre Brut aufzuziehen, auch jede Menge Wasser. Und überall da könnten ja potenziell Schadstoffe vorhanden sein. Wenn man jetzt mit konventionellen Verfahren wie Sammlung von Bodenproben oder Pflanzenteilen das Ganze abdecken wollte, wäre der Aufwand also exorbitant. Die Bienen sind wesentlich gründlicher, als es die Umweltkontrolleure mit konventionellen Methoden jemals sein könnten. Die Insekten bringen als Umweltdetektive Millionen von Proben ein und unterstützen so die Arbeit des Sicherheitspersonals. Biomonitoring heißt der unermüdliche Einsatz, bei dem die Bienen gezwungenermaßen zu Versuchskaninchen werden. Das erste Kennzeichen ist natürlich erstmal, dass so ein Bienenvolk überlebt und eine vernünftige Volksstärke aufbaut. Und wir haben also bis jetzt hier keine erhöhte Sterblichkeit oder Auffälligkeiten sehen können. Das Wesentliche,
Alles, was die Bienen gesammelt haben, jedes Körnchen Blütenstaub, jedes Tröpfchen Nektar, ob belastet oder nicht, findet sich im Honig wieder. Nichts geht verloren. Und der Honig lässt sich analysieren. Martin Patsch schickt Proben an ein Fachlabor. Das Resultat ist verblüffend. Keine Schwermetalle, keine Rückstände von Flugbenzin. Sehr erfreulich, dass also gerade bei den Kohlenwasserstoffen gar nichts gefunden wurde, nichts nachweisbar war. Und von daher war das schon ein sehr erfreuliches Ergebnis für uns. Wir haben eine gute Ernte eingebracht und da ist also auch sehr viel dann verschenkt worden an Leute hier, die sich beim Flughafen verdient gemacht haben. Erstaunliches Ergebnis. Hier am Flughafen Köln-Bonn gibt es offensichtlich keine Schadstoffe, die Bienen aufnehmen. Also Fehlanzeige. Und trotzdem zeigt das Beispiel, wie eng verzahnt Bienen mit der Umwelt sind. Nächste Vermutung, die Landwirtschaft ist schuld. Insektizide und Pestizide bringen Bienen um. 2004 führte das plötzliche Bienensterben in Frankreich sogar zu einem Eklat im Parlament. Aufgebrachte Bienenzüchter und Naturschützer verlangten staatliche Sanktionen. Sie berichteten von Katastrophentagen, an denen es tote Bienen vom Himmel geregnet hatte und von Tausenden verwüsteter Bienenstöcke. Der Schuldige stand schnell fest, Chemie aus deutscher Herstellung. Extrem starke Pestizide, die erst seit kurzem in der Landwirtschaft Verwendung fanden. Doch in Deutschland ist der Einsatz dieser giftigen Pflanzenschutzmittel verboten. Und trotzdem starben auch hier im gleichen Maße Tausende von Bienenvölkern. So gesehen ist auch diese Vermutung nicht haltbar. Es kann also nicht alleine an Pestiziden liegen. Aber wo liegen die Gründe? Für Peter Neumann erhärtet sich ein Verdacht. Hauptproblem der Bienen sind importierte Schädlinge, gegen die die heimischen Bienen wehrlos sind. Varroa-Milben. Sie saugen sich an ausgewachsenen Bienen fest und leben von deren Blut. Die Bienen schaffen es nicht, die Milben abzustreifen, haben keine Chance, ihre lästigen Schmarotzer alleine loszuwerden. Noch viel schlimmer, die Varroa-Milben befallen den Nachwuchs in den Waben, setzen sich auf die schlüpfenden Larven. Falls diese den Schädling überhaupt überstehen, kommen sie meist verkrüppelt zur Welt und haben kaum Chancen zu überleben. Aber seit wann gibt es die Schädlinge? Woher kommen sie? Deutsche Bienen sind schon lange ein Exportschlager und wurden nach China verkauft. Sie galten als besonders friedfertig und produktiv. In Asien bewährten sie sich, wurden jedoch schnell von einer fremden Milbe befallen. Chinesische Bienen waren mit dem Parasiten fertig geworden, nicht so der auf Höchstleistung getrimmte deutsche Import. Mit natürlichen Wanderbewegungen drohten die kranken Bienen, über den Kaukasus zurück ins heimische Europa zu kommen. Mit ihnen die Bienenseuche Varroa-Milbe. Schnellstens kümmerten sich auch deutsche Forschungsinstitute um potenzielle Bekämpfungsmethoden. Leider entwichen ihnen dabei aus den Sicherheitslabors